So, Frau Dr. Simon hier, es ist Freitag, wir haben ein Thema Wissen und Lifestyle. Meine lieben Freunde, heute ein ganz besonderes, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Für alle die schon länger bei dem Kanal sind, die werden auch sehr genau wissen, worum es geht. Für alle anderen, ich bitte euch, die Videos, über die ich jetzt auch kurz, die ich kurz ansprechen möchte, ich werde kurz herleiten, warum das Thema gerade so wichtig ist. Schaut euch bitte vorher die anderen Videos an, dann wisst ihr, dann seid ihr einfach noch mehr im Thema. Es geht sozusagen um den Fall Dr. Wimmer. Der ist, wie gesagt, auf dem Kanal. Irgendwo im Juni, Juli hatten wir eben mehrere Videos zum Thema NDR, zum Thema auch Dr. Wimmer. Nicht persönlich, wenn ich darüber spreche, es geht mir überhaupt nicht darum persönlich. Ich habe auch ich kenne den Mann nicht. Es geht hier rein um die Tätigkeit, die er ausführte. Und wir haben eben hier viele Dinge gesehen, die so nicht richtig waren. Und jetzt wurde mir ein Artikel zugespielt. Von mehreren Leuten. Ich habe das auch alles geprüft. Es gibt mehrere Artikel dazu. Also es ist praktisch sind keine Fake News oder ähnliches. Aber der Artikel sagt ganz klar, und es ist tatsächlich so, wenn man sich auch auf den NDR-Seiten umschaut, dass der NDR die Zusammenarbeit mit dem Herrn Dr. Wimmer sozusagen beendet hat hinsichtlich der ganzen medizinischen Tätigkeit, die wir auch kritisiert haben. So, das ist jetzt der Punkt. So, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel damit zu tun hatten. Ich komme jetzt ganz, ganz kurz zu der Herleitung. Wir haben ja diese Serie, wo wir auf Themen, die uns interessieren, eingehen. Besonders bei den Öffentlich-Rechtlichen. Warum bei den Öffentlich-Rechtlichen? Weil hier ein Bildungsauftrag vorliegt, weil wir das Ganze bezahlen und weil es hier, wir erwarten, und es ist laut Vertrag so, dass es soll sich um objektive, um sachliche Aussagen handeln. Das heißt, Herr Dr. Wimmer sollte im medizinischen Bereich objektiv aufklären. Besonders medizinisch, ganz, ganz wichtig. Hier waren aber dann viele Videos, die wir uns angeschaut haben. Und nicht nur wir. Ich spreche, wenn ich von wir spreche, spreche ich von ganz anderen, von vielen anderen Fitness-YouTubern, von Ärzten, von ganz, ganz vielen Leuten, denen aufgefallen ist, dass in den Videos wirklich unter fragwürdigen oder mit fragwürdigen Aussagen, mit zum Teil falschen Aussagen, mit Lügen zum Teil, auch das haben wir aufgedeckt, Dinge gesagt worden sind, die wir nicht verstehen konnten. Es wurde viel zu wenig Protein empfohlen, die Ernährungsempfehlungen waren nicht richtig, Eiweißprodukte wurden schlecht gemacht, mit falschen Aussagen, mit ganz, ganz klaren falschen Aussagen. Auch solche Sachen wie Quellen wurden falsch, nicht zitiert. Ich wurde zum Teil in Videos eingeblendet, aus dem Kontext gerissen, ohne die Quellen anzugeben und so weiter. Das war alles so ein Thema, mit dem wir uns dann beschäftigt haben. Und dann gab es eben ein ganz, ganz, ganz wichtiges Video, auch da wir alle zusammen, auch ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Herr Dr. Wimmer eben zusammenarbeitet mit einem großen Pharma, ja, mit einem riesengroßen Pharmaunternehmen und hier ganz klar Werbung macht für Cholesterinsenker. Unter anderem und auch hier, ich sage es jetzt mal vorsichtig, mit sehr, sehr fragwürdigen Aussagen. Auch hier haben ganz viele Ärzte und so weiter das bestätigt, auch mit Aussagen, die den Quellen etwas widersprechen, die dort unterlegt worden sind. Schaut euch bitte dieses Video sehr, sehr, sehr genau an. Wie gesagt, dieses Video und für mich ganz, ganz klar, hier geht es nicht um die Person. Hier geht es auch nicht darum, irgendwie die Position. Hier geht es ganz klar darum, dass eben ganz klar diese Objektivität und diese Sachlichkeit bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, der sachlich informieren soll über Medizin, für uns ganz klar nicht vorhanden war. Das heißt, hier ist ein ganz kleiner Interessenskonflikt. Möchte ich sachlich und objektiv über Medizin, Ernährung und so weiter aufklären? Oder ist das mein Interesse? Oder ist mein Interesse, Medikamente vielleicht an den Mann oder an die Frau zu bringen, die nachweislich sehr, sehr starke Nebenwirkungen haben. Dieses haben wir an den Pranger gestellt. Das darf nicht sein. Das ist wirklich eine Sache, die ganz klar nicht sein darf. Wir zahlen nicht für die Popularität eines Menschen und der nutzt diese Popularität aus, um, wie gesagt, und da gibt es, das ist nicht sachlich. Hier gibt es ganz klar, hier kann man diskutieren, ob das gut ist oder schlecht, solche Cholesterinsenker vorzeitig zum Beispiel zu benutzen. Und das darf nicht sein. Das haben wir aufgeklärt. Und
Wir haben ganz klar, ich habe in dem Video ganz klar darauf bestanden, eine Aussage vom NDR zu bekommen oder von Herrn Dr. Wimmer. Fangen Sie jetzt an und nehmen Sie Ihre Gesundheit in die Hand. Füllen Sie Ihren persönlichen Risikofragebogen und lassen Sie Ihren LDL-Cholesterinwert bestimmen. Ich verlange vom Öffentlich-Rechtlichen, vom NDR und vom Dr. Wimmer eine Stellungnahme. Ich verlange das. Es kam keine und das hat mich wirklich sehr gewundert, weil ich weiß ganz genau, dass der NDR das sieht. Wir haben damals ja auch schon Kommentare und Nachrichten vom NDR selbst bekommen. Ich weiß ganz genau, dass sie sich das angeschaut haben und ich weiß ganz genau, dass das eigentlich nicht geht. Auch wirklich juristisch nicht geht. Und ich habe mich gewundert, warum keine Aussage dazu kam. Und wie gesagt, jetzt der Artikel passt. Wie gesagt, lest euch den bitte durch. Die Zusammenarbeit wird gekündigt wegen. Also es wurde wohl im Juni vom NDR geprüft, ob es Interessenskonflikte gibt mit durch seine andere Arbeit mit anderen. Wie gesagt, lest euch das alles sehr, 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 sehr genau durch. Und es kam raus bei der Überprüfung, dass es eben einen Interessenskonflikt gibt durch die Zusammenarbeit von Herrn Dr. Wimmer mit sozusagen mit anderen. Hier wird nicht genau genannt, wer. Ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass es sich hier eben um den großen Pharmakonzern handelt. Damit wurde die Zusammenarbeit im medizinischen Bereich beendet. Wenn ihr euch jetzt den NDR, diesen Gesundkanal, anschaut, plötzlich wird über Sport berichtet, dass es gut ist für alle und so weiter. Ganz interessant. Wie gesagt, man kann etwas Gutes erreichen, komme ich aber gleich zu. Meiner Meinung nach darf das nicht sein. Es kann nicht sein. Das ist einfach... Das geht nicht, wie gesagt. Dazu kam wohl NDR auch. Ob, und das ist jetzt ganz, ganz witzig, und da würde ich auch, können wir sehr gerne diskutieren. Ich finde, man soll offen darüber diskutieren. Hier stand, dass vorher wohl darüber nicht gewusst wurde. Glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube schon, dass der NDR dadurch, dass jetzt so viel wirklich ans Licht kommt, das war im Artikel auch kurz beschrieben, dadurch, dass wirklich Leute selbstständig auch aus höheren Positionen beim NDR wirklich selbstständig gehen, dass Leute wirklich, ja, weil viel aufgedeckt wird. Ich glaube auch, dass hier sonst, wenn der NDR das nicht geprüft hätte und sich nicht verabschiedet hätte sozusagen, dann hätte es jemand anders geprüft und dann gäbe es eine wesentlich größere Welle. Ich glaube, aber es ist egal, das Ergebnis zählt. Ja, ganz egal ist es nicht. Aber was möchte ich nur sagen? Wir erreichen etwas. Wir erreichen etwas. Hier ist es ganz, ganz, ganz klar etwas Falsches. Es kann nicht sein, dass ein Mann, der wirklich mit einem Pharmakonzern zusammenarbeitet und wirklich hier im Öffentlich-Rechtlichen so tut, als wäre er völlig objektiv. Das ist er nicht, wenn er, wie gesagt, pro Cholesterinsenker und so weiter zum Beispiel ist. Das darf nicht sein. Besonders darf es nicht verschwiegen werden. Diese ganze Geschichte muss überprüft werden, was jetzt auch stattfindet. Ich glaube, wir sind ein kleiner Teil, der dazu beiträgt. Und ich möchte dazu aufrufen, wenn euch etwas auffällt, natürlich auch mir schicken, aber wir haben die Möglichkeit, etwas zu ändern. Genauso wie damals beim Alkoholvideo. Auch hier nicht nur mein Video, sondern wir alle zusammen haben es geschafft, dass dieses Video runtergenommen wurde und neu gedreht wurde mit Disclaimern und so weiter. Das hat dazu geführt, und ich verspreche es euch, das hat dazu geführt, dass viele da draußen anders über Alkohol denken, weil sie das erste Video vielleicht nicht direkt so gesehen haben. Auch hier bei diesem NDR-Thema, es kann wirklich sein, dass wir hier wirklich, oder ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass wir dadurch eben Gutes tun, weil vielleicht Leute nicht falsch gelenkt werden, weil sie denken, oh, okay, es ist objektiv sachlich und so weiter, und dann haben sie vielleicht irgendwelche Nebenwirkungen von irgendwas. Also wie gesagt, ich möchte nur sagen, wir bringen oder wir führen das Ganze etwas in Richtung Gerechtigkeit. Ich spreche wirklich von wir, weil eure Nachrichten, eure Diskussion, deswegen auch hier drunter diskutieren. Je mehr wir das Thema diskutieren, je mehr wir das an die Öffentlichkeit auch bringen, je mehr auch andere wirklich darüber sprechen, bitte jeder YouTuber und so weiter, wenn euch sowas auffällt, lasst uns gemeinsam so etwas ansprechen. So etwas darf nicht sein. Und dann kann man tatsächlich auch etwas verändern. Und ich finde, wie gesagt, es ist nicht irgendwie schadenfroh, haha, der Herr Dr. Wimmer, guck mal, den haben wir jetzt eins ausgewischt oder so, überhaupt nicht. Ich kenne den Menschen persönlich nicht, aber es geht um das, was er tut, um die Dinge, die einfach falsch sind. Es ist falsch, so etwas zu tun. Diese Aussagen, und das ist ja auch die Bestätigung jetzt, wie gesagt, Interessenskonflikt, es gab einen Interessenskonflikt. Meiner Meinung nach müssten alle Videos von ihm jetzt runtergenommen werden, weil sie nicht sachlich und objektiv waren. Und auch hier würde ich an den NDR appellieren, macht das,
Macht das, zeigt, dass es euch wichtig ist. Und wie gesagt, es war ein Interessenskonflikt, das heißt, seine Aussagen sind nicht sachlich und objektiv. Deswegen nehmt sie am besten runter. Auch die Themen zur richtigen Ernährung, zum Eiweißgehalt und so weiter, die waren nicht richtig, die waren falsch, die waren absolut falsch. Und vielleicht wissen wir jetzt auch, warum sie so falsch waren. Und wie gesagt, das Interesse vielleicht auf der anderen Seite vielleicht etwas größer, da die Aussagen etwas in die Richtung zu drehen. So. Meine lieben Freunde, lasst uns da weitermachen. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum mir diese Serie so wichtig ist. Zum einen sprechen wir über Themen, die uns interessieren, und zum anderen verändern wir etwas, wir erreichen etwas. Einmal sprechen wir mit Videos an und geben den Menschen Mehrwert, dass sie wirklich was Besseres aus ihrem Leben machen. Wir zeigen vielleicht, wie man richtig abnehmen kann, wie gesunde Ernährung funktioniert. Auf der anderen Seite führen wir vielleicht dazu, dass falsche Informationen vielleicht nicht mehr so leicht an die Öffentlichkeit kommen oder nicht sachliche Informationen, die sich auch sachlich tarnen oder so. Ich versuche hier sehr, sehr vorsichtig zu sein, um wirklich alles so zu sagen, wie es auch wirklich sagbar ist. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, diskutiert unter diesem Video, macht das ganze Thema groß und auch schreibt wirklich auch dem NDR bitte, dass ja hier dann vorliegend ja ein Interessenskonflikt war und dass diese Aussagen, die getätigt worden sind, eben nicht sachlich und objektiv war. Diese müssen runtergenommen werden. Jetzt macht dieser Dr. Wimmer ein bisschen, ich glaube, Comedy-Unterhaltung. Das kann er von mir aus machen. Ich glaube, damit schadet er keinem. Dann kann jeder entscheiden, ob das eben lustig ist oder nicht, ob jemand darüber lacht oder nicht. Das ist dann seine Sache, das schadet niemandem. Ich glaube, es wird nicht so viele geben, die darüber lachen. Aber bei medizinischen Fragen, wo es wirklich ganz klar schaden kann, da darf so etwas nicht sein. Und hier haben wir zusammen meiner Meinung nach ganz klar auf uns, wie gesagt, wenn man sich das Datum anschaut, wann die Videos waren und so weiter, passt das sehr, sehr gut zusammen. Und ich glaube, wir können uns auf die Schulter klopfen und ja, sagen, wir haben etwas getan. Und deswegen, wenn euch etwas auffällt, auch insgesamt bei anderen Themen, die noch viel, viel, viel größer sind, glaubt nicht, dass ihr irgendwie nicht gehört werdet oder dass nichts passieren kann, dass ihr nichts bewegen könnt. Wir können so einiges bewegen. Und hier ist so ein ganz kleiner Beleg dafür. Meine lieben Freunde, in diesem Sinne, abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Die besten Supplements Bodybuilding Edition. Bis dahin, euer Simon.